Gleich zeigt euch Thomas Wendt, wie er den Song für die Nektar-Promo produziert hat. Los geht's! Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musetalk-Special. Und heute habe ich den Thomas Wendt aus Hamburg in der Leitung. Hallo Thomas! Hallo Non-Eric, wie geht's? Mir geht's gut. Super. Und du siehst auch fröhlich aus. Ja, ich bin zwar noch ein bisschen resterkältet, aber das hört man, glaube ich, nur noch in der Stimme. Sollte gehen. Genau. Worum es heute geht, ist dein Song, den du auf die Schnelle, kann man ja sagen, für Nektar, das ist eine Firma, die diese komischen Keyboards und Pedals baut, produziert hast. Und da das so eine, ich sag mal, eine außergewöhnliche Sache ist, wie schnell du das an den Start gebracht hast, möchten wir das heute von dir erfahren, was deine Tricks waren, um das so zu realisieren. Also ich war selbst ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging. Ich war so überhaupt überrascht, dass ich das tun sollte. Also mit Nektar habe ich früher schon zusammengearbeitet und das mit den komischen Keyboards, das möchte ich jetzt gerne mal zurückgenommen wissen. Okay. So, nur am Rande. Also es hieß irgendwie, ach, du spielst doch Gitarre und wir wollen ein Video machen und da brauchen wir einen, der da halt so ein bisschen mit der Gitarre rumsteht und so. Und dann war beim ersten Treffen irgendwie so klar, dass auch ja noch gar keine Musik da ist und okay, dass da irgendwie passieren sollte. Und ich sagte, na super, wie soll denn das jetzt gehen? Aber dann hatte der Herr von Nektar einfach auf dem iPhone mit Spotify irgendwie so ein Drum and Bass Metal Dingsbums am Start und meinte ja ungefähr so, ne? Und dann war es das im Prinzip schon, weil dieses ungefähr so war dann irgendwie sowas in der Richtung, meinte ich, also so ähnlich. So. Das war halt so ein simpler Riff und das Tempo war klar. Irgendwie, was haben wir hier? 176, genau. Gucken wir mal drauf, okay. Genau. Und mit diesem Ding fängt das Teil dann halt auch an. Hör mal kurz. Wollen wir, bevor du loslegst, nochmal ganz kurz den Zuschauern erklären, die das nicht kennen. Also der Nektar-Song ist im Prinzip die Musik zu einem Promo-Video für den Foot-Controller, wo man dann auch dich, glaube ich, kurz mal Gitarre spielen sieht. Und die Produktion dieses Songs, darum geht's. Und wer das Video nicht kennt, der kann, was muss man denn da suchen, Tom, auf YouTube? Nektar Pacer. Nektar Pacer, genau. A-C-E-R, Pacer. Genau. Und ich werde es auch noch in den Shownotes verlinken, sodass ihr euch vielleicht, bevor wir jetzt anfangen, über die Produktion zu reden, das Video erstmal anschaut. Aber ist auch nicht unbedingt nötig. Genau, weil, wie gesagt, die Musik hier ist dieselbe. Nur, was ich jetzt hier habe, ist die erste Version davon, die halt relativ, wie soll ich sagen, entstanden ist. Also es fing halt wirklich an mit diesem. Das war halt dieses Riff, mit dem das losgehen sollte. So, die Idee war, und das ist jetzt halt auch der springende Punkt, wie es dazu kam, was es dann letztendlich einfach gemacht hat. Weil wir haben uns dann, nachdem das Tempo und dieses Riff klar war, mit Genrebezeichnungen oder Künstlernamen ein bisschen durchgehechelt, was da alles drin vorkommen sollte. Weil es sollte halt jetzt kein organisches Musikstück werden, sondern es sollte halt relativ schnell verschiedene Szenarien irgendwie abbilden. So, und dann hatten wir Jack White. Dann hatten wir ein bisschen Limp Bizkit, dann hatten wir ein bisschen Dubstep, Skrillex und Korn quasi. Und dann war noch so ein bisschen Wes Borland, diese typische New Metal Clean Gitarren Echo Nummer, plus einiges an Elektronik, was das Ding dann halt nicht so oldschool rockig macht. Das haben wir dann so besprochen, nachdem dieser Riff klar war. Also, ihr hattet das dann quasi besprochen, dass diese Genres oder diese typischen Sounds dieser Persönlichkeiten, die du gerade genannt hast, darin vorkommen, um so ein bisschen die Möglichkeiten vorzustellen, die da vorhanden sind mit dem Pedal, ne? Dass man nämlich sagt, okay, du kannst jetzt hier mit dem Pedal verschiedene Gitarrensounds anwählen und dementsprechend musstest du in deinem Song dafür sorgen, ne, dass man die auch wiedererkennt. Genau, und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir mal ein paar einfach Stereotyp. Ne? Also Jack White ist eher so ein bisschen grungig, oldschool, verzerrerisch. Das war dann halt auch der hier.
Und dann gab es halt dann diesen Metal-Part, so tiefer gelegt. Ne? Und dann gab es halt dieses cleane Zeug. Na, sieht man das jetzt hier? Warum immer so? Ins Mikrofon sprechen, nicht vergessen. Das war halt noch so ein cleaner Part. Und dann kommt noch so ein Solo-Ding, was auf so stehenden Akkorden, die man mit diesem Pedal auch machen kann. Man kann auf die Tasten Akkorde legen, also MIDI-Noten. Und das Ding so spielen, wie es früher The Police oder ganz bekannt Ritchie Blackmore da mit seinem Basspedal. Hat immer drauf rumgetreten und dann irgendwie dazu soliert, alleine auf der Bühne. Das wollten wir halt auch noch so ein bisschen zitieren. Die ganze Welt da. Ja, und das kam dann halt so zustande, so eins nach dem anderen passiert jetzt halt in dieser ersten Version. Und wenn du magst, dann starte ich die einfach mal. So, das ist jetzt 1:30 mit viel zu vielen verschiedenen Sounds. Ne? Aber für so ein illustrierendes Thema fand dann der Auftraggeber, dass das schon eigentlich alles drin ist. Ich habe übrigens einen vergessen, ich habe den dann nachher Franz Ferdinand-Part genannt, so eine typische britische Alternative-Gitarre, so eine Single-Note-Geschichte. Mhm. Und kam halt alles relativ schnell zustande, weil ich habe halt, wie gesagt, dieses Riff eingespielt und dann relativ schnell diesen Loop hier gefunden. Na, wenn man stereotyp arbeitet und sagt irgendwie, okay, Drum and Bass und das Tempo ist klar, dann habe ich das Ding relativ schnell gefunden. Da habe ich dann ein bisschen dran rumgeschraubt in Sachen Frequenzen, das beschnitten, dass es so ein kleiner Lightbeat wird. Und dann kam einfach der Drummer von Logic dazu, einfach irgendein Kyle heißt er, mit dem SoCal Kid. Mhm. Ja, hab beide ich gleich zusammen. Mal die erste Frage gleich. Der Drummer, ne, das ist ja nicht ganz so einfach, den zu bändigen. Also mir fällt das immer relativ schwer. Dann habt ihr so eine Art Grundrhythmus, der mir so okay gefällt, aber das dann so hinzutunen, dass er dann auch das spielt, was ich will, das ist für mich nicht so einfach. Also der Trick bei dem Drummer ist, also zur einen Seite unten, ja. Auf der rechten Seite sieht man ja irgendwie so senkrecht, das sieht man wahrscheinlich nicht. Ich versuche das mal mit der Maus hier so zu zeigen. Da, die Ecke, da steht komplex. Ja, ja. Hier bin ich auch, ne, mit der komplex, Maus, genau. No. Mhm. Wenn du nicht irgendwie Namshow Fusion machen willst, dann ist komplex die Seite schon mal extrem verboten. Mhm. Und hier ist, genau, die heißt einfach. Und mit dem Teil kannst du halt sagen, wie viel draufgehauen wird. Wenn man ganz laut macht, dann werden die Snares alles nur Kantenschläge. Das ist schwierig. Also hier ist ganz okay. Und sich auf der einfacheren Seite zu bewegen, ist auch gut.
Hi-Hats ein bisschen zu beruhigen, ist auch eine gute Idee, immer bei dem Ding. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den, doch hier macht man den auf, ne? Genau. Was mir immer auffällt bei diesen ganzen Drum-Geschichten, Drum-Machines und diesen ganzen Easy-Drummer und wie sie alle heißen, die Becken sind immer arschlaut, viel zu laut. Wenn man sich mal Produktionen anhört, dann sind die Becken immer relativ gebändigt. Und das heißt, man muss einfach hier das Ding mal anklicken und das Gain runterziehen. Bei der Hi-Hat habe ich so gelassen. Snare ist auch immer zu leise und habe ich dann so ein bisschen justiert, wie man hier sehen kann. Und damit kommt man dann halt schon relativ gut weg. Man muss sich mal ein bisschen diese verschiedenen Drummer anhören und gucken, in welcher Welt denn so wer ist. Weil ich finde es relativ drastisch, Thomas, wie sich das ändert. Das sind so quasi so fertige, die nennen sie da Halfpipe und wie das andere Zeug heißt. Es ist sehr, sehr schwierig, jetzt gezielt auf einen, zum Beispiel einen straighten Groove zu suchen oder so. Man muss sich da wirklich, glaube ich, durch diese ganzen Presets mal einmal durchklicken, die Complexity hin und her schon, um überhaupt so ein Gefühl zu entwickeln. Also ganz so, es ist zwar toll, was der da spielt, das klingt sehr, sehr gut, aber jetzt ihn dazu zu bringen, genau das zu spielen, was man will, finde ich gar nicht so trivial. Ich weiß es, die Herausforderung ist fast genauso wie mit einem echten Drama. Irgendwie. Drama war ein bisschen. Da muss man übrigens auch immer erstmal die Becken wegstellen, ne? Ja, also die Becken sind halt ein Thema und irgendwie Drama, alle, die sich noch dran erinnern, da draußen. Wir haben immer sehr erbauliche Gespräche geführt, um nicht zu sagen, dass sie immer mein Sargnagel waren. aber der Punkt ist, wenn man hier zum Beispiel, wenn du den Screen nochmal zeigst, es gibt einen Trick, wie ich finde, hier unten, wenn man draufklickt, dann ist die Bassdrum einfach weg. Und du machst dir eine zweite Spur, wo du einfach eine relativ einfache Bassdrum irgendwie auf die 1 und die 2 oder vielleicht 1, 2, 3, 4 setzt und du lässt das Ding nur oben. Die Hi-Hat und die Snare machen, weil das klingt immer relativ lebendig. Und wenn du nichts findest, wo die Bassdrum was Einfaches spielt, weil das ist bei dem Drummer halt auch so ein Ding, die machen immer relativ nervöses Zeug da mit der Bassdrum. Dann setzt genau. Man einfach eine einfache 4-4-on-the-floor-Bassdrum drunter oder so eine simple. Also dann bin ich ja beruhigt, aber wie gesagt, dann hast du die auch alle nicht gefunden, die ganz straighten, einfachen Grooves, ne? Das ist ein guter Tipp zu sagen, okay, dann mache ich einfach die Bassdrum separat, weil den Rest, auch die Wirbel und die Übergänge macht es ja sehr, sehr schön. Genau. So, und dann kam halt... Lass mal noch weiter. Noch letzte Frage noch zum Drummer. Ja. Ist es bei dir auch so, dass der auf dem ersten Schlag nicht immer ankommt? Also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich Loops habe mit dem Drummer, einen Loop habe im Song, verschluckt er oft den ersten. Deswegen bounce sich sehr, sehr schnell diese Drummerspur, weil er offensichtlich nicht in der Lage ist, immer die Eins richtig zu spielen. Da braucht er manchmal bei mir. Oder ist das ein... Ist dir noch gar nicht aufgefallen? Naja, ich habe festgestellt, wenn da sowas war, dann gab es immer Unsauberheiten bei der ganzen Looperei. Das ist irgendwie so ein Logic-Ding, was ich entdeckt habe. Der hat ja dann irgendwie Einrasten intelligent und so. Ne? Ich stelle halt manchmal fest, wenn ich hier die Regions zusammenschiebe oder schneide, dass der da eine andere Meinung hatte als ich. So. Und wenn ich dann halt draufgehe und das mal groß mache, was gar nicht geht, wie kommt denn das? Wie auch immer, Moment. Wenn ich das mal so richtig groß mache, musst du hier manchmal gucken, ob der wirklich da auf der 1 ist oder ob der vielleicht so ein Tick nicht drauf ist, weil hier bei diesem Intelligent-Dingsbums, da hängt es immer ein bisschen ab von der Zoom-Stufe, wie genau der ist. Und dann liegt es manchmal schon mal daneben, habe ich auch oftmals bemerkt. Und ich weiß nicht, ob das bei mir aus Logic Newbie Blödheit ist oder ob das so ein systemimmanentes Problemchen ist. Also ich habe festgestellt, ich habe dann auch schon mal gebounced und hatte schon mal die 1 nicht im Bounce, aber wie gesagt, ich werde das auch mal gucken, ob das wirklich vielleicht mit diesen Snap-Funktionen, also das Einraten oben und den Loop-Funktionen zu tun hat. Aber jetzt erstmal weiter zu deinem Song, würde ich sagen. Genau, so, der Drums nächste haben wir jetzt. Bass habe ich keinen gehört.
Nee, genau. Das fiel mir halt auch relativ spät auf. Zu den Drums noch eine Geschichte. Es gibt ja halt diesen Dubstep-Part. Und ist wieder dieser Loop da drauf. Und jetzt kommen. Ne? Halftime, Klassiker, Dubstep. Und da habe ich zum einen diesen Big Room, den Magnus, genommen. Der hat, wo kommt er denn jetzt? Hallo? Der, da habe ich dann bei dem Halftime, ging es sogar auf Komplex. Ich muss mich jetzt revidieren, ne? Da unten. Komplex. Und da habe ich dann nur Kick und Snare angelassen, alles andere ausgemacht. Und habe noch einen Apple Loop gefunden, einfach ganz normal aus der Logic Library hier. Da hinten sind ja die ganzen Loops. Und das ist halt so ein Dubstep Loop, einfach so ein ganz normaler Apple Loop, den ich mal eben. Der ist ganz gerade. Und das zusammen mit dem Kollegen hier. Und da war auch noch diese Percussion drauf. Und irgendwo müssen auch Gitarren sein. Naja, und an der Stelle, in der Tat, bis hier habe ich noch keinen Bass da eingebaut, weil das mit den Drums und den Gitarrensounds so heftig war, dass das genügt hat. Sonst, das war klar, dass das Video für YouTube ist und was Schlaues da unter diesem ganzen Wahnsinn hätte man sowieso nicht packen können. Und da jetzt unten nichts gefehlt hat, so drücktechnisch, habe ich es dann auch erstmal gelassen. Mhm. Bis hin zu dem Part, wo es dann um die diese, wie ich gesagt habe, Franz Ferdinand-Geschichte dann ging. Das ist das hier. Da habe ich dann so ein Synthesizer gebaut, einfach nur Grundton. So, das ist einfach eine clean Gitarre mit den üblichen Echo- und Hallgeschichten. Ne? Das ist so ein Zitat aus. Denn diese ganze New Metal-Veranstaltung hatte immer diese tiefer gelegten fetten Gitarren und dann diese super cleanen, die dann meistens mit dem Jazz-Chorus gespielt wurden. Und das war halt auch das, was wir in dem Video zeigen wollten, dass nämlich der Pacer auch 4 oder sogar 6 Relay-Anschlüsse hat, mit dem man dann nicht nur MIDI schicken kann, sondern auch wirklich mit echten Relays echte alte Amps umschalten kann. Ja, deswegen auch das, dass man so dieses klassische Ding Marshall für Rhythmus, Rectifier für das tiefer gelegte New Metal Zeug und den Jazz Chorus, den Roland für die ultra clean modernen Sounds hat. Und das ist halt so ein Triumvirat, was eigentlich viele Gitarristen hatten, wenn sie denn noch M spielen. Und da gilt es halt immer, irgendwas zu finden, womit man das dann halt auch entsprechend umschalten kann. Das war halt die Story. Genau, aber zu der Story gehören natürlich jetzt auch die Gitarren-Sounds, die du da genommen hast. Und ist das jetzt eine gecamperte Version oder wo kommt denn der Gitarren-Sound, die E-Gitarre, her? Das ist jetzt alles gecampert. Da habe ich einfach, was haben wir denn da? Dietzel Hagen vom Guido Bungenstock oder ein Herbert. Dietzel jedenfalls, Dietzel Profile von Guido Bungenstock hier aus Hamburg und da einfach mit verschiedenen Gains und so weiter das ausprobiert. Und dann der cleane Sound ist ein Koch-Amp vom Ace von Skunk & Nancy, den wir da mal geprofilt haben. Und eigentlich übrigens alles Sounds, die auf der Factory Content vom Profiler drin sind, beziehungsweise auf der Website als Rigpacks zur Verfügung stehen. Okay, das heißt also, ich kann als Camper-User jetzt deine Sounds, die du da benutzt hast, alle runterladen. Genau, genau. So, und dann habe ich, wie gesagt, das Ding
hingeschickt zum Auftraggeber. Ob das denn so prinzipiell von der Idee überhaupt irgendwie funktioniert, das tat es dann wohl. Und dann kam natürlich das Storyboard ins Spiel, wo dann halt klar war, wo denn was in diesem Video passieren sollte. Und dann war es dann halt so, dass diese Stereotypen-Parts so ein bisschen verschoben und arrangiert anders angeordnet werden sollten. Und dafür hat der Gute dann einfach das MP3, was ich geschickt habe, mit der Tempo-Information in Logic oder in Cubase reingeschmissen und das einfach dann entsprechend da Parts rausgeschnitten und umgestellt. Sehr gut, ja. Genau, dann teilweise sogar irgendwie den einen Part auf den einen Part über den anderen gezogen, sodass schon mal klar war, wo was passieren sollte. Das habe ich dann bei mir wieder reingezogen, oben auf eine extra Spur und dann die ganzen Dinge hier, die da vorkommen, halt anders angeordnet. Dass das nicht so 1, 2, 3, 4, 5 stilistisch ist, sondern 1, 2, 4, 2, 3 und 5 und so. Also, ne? Ich kann ja hier mal starten, kurz. Ja. Ups. So, vorne. Machen wir irgendwie das Ding hier aus mit dem Loop. So. Startriff. Jetzt kommt der Ferdinand. Jetzt kommt die Wand komplett zu. Und der Ferdinand läuft auch noch vom Dubstep. Ihr wollt euch nicht halten. Zweite Version. Das kurze Solo. Und jetzt geht's nochmal los mit Beat. Jo, das war's. Wie gesagt, 1:20 wurden es dann. Ne? Ist alles noch ein bisschen gekürzt. Und da ist jetzt dann halt gar nicht mehr so großartig viel zu sagen. Das war halt diese Gitarrenstilistiken und diese typischen Amp-Sounds, die kamen da drin vor. Jetzt musste man das alles nur noch irgendwie einigermaßen sinnvoll zusammenfummeln. Da jetzt ein paar Sachen gleichzeitig passierten, musste ich halt auch im Mix noch ein bisschen gucken. Aber im Prinzip, bis auf, man sieht das hier vielleicht im Mischer, ne? Low-Cut ist dein bester Freund, wie immer. In jedem Kanalzug, wenn möglich. Und genau, hier habe ich dann hinten drauf meinen geliebten Ozone. Yes. Und da habe ich dann hier das Ding ein bisschen runtergezogen, weil ich hatte vorher auch relativ viel Luft gelassen. Also ihr seht, so viel gedrückt wird da gar nicht. Prinzip wird hauptsächlich was, die werden die Attacks von den Drums abgeschnitten und ich habe hier einen Multiband Equalizer, ich habe alles so ein bisschen, dass es nur bei den oberen Mitten hier ein bisschen mehr Gas gegeben, weil die Gitarren werden dann besonders, wenn man es lauter macht, dann halt so relativ böse und schneiden einem dann so das mit aus der Glatze. Und ja, das war's dann schon. Da habe ich 3 Versionen von gemacht. Einen sehr dynamischen, einen mittleren und einen ultra heißen Mix. Rate, für wen die sich entschieden haben. Für den ultra heißen. Natürlich, wie immer.
Und, ach, die Menschen sind so primitiv, ne? Wenn es laut ist, ist nee, gut, das hat ja auch damit zu tun, nee, also ich habe dann auch mal geguckt, also die Laptop-Lautsprecher, die freuen sich immer, wenn sie relativ viel Informationen in kondensierter Form bekommen. Und ja, so, klar. Ne? Da stellt sich dann halt auch alles irgendwie ganz gut dar. Bei diesen ganzen Multimedia-Boxen, die man so am Rechner hat, funktioniert das auch ganz gut. Ich denke, die wenigsten, obwohl das ja eigentlich die Zielgruppe wäre, aber die wenigsten haben dann irgendwie ihre Studio-Abhörer am Start, wie du und ich. Ne? Wenn wir auf dem Sofa liegen. Ja, wir müssen für das Ausgabemedium produzieren. Ne? Und das ist in diesem Fall primär bei unseren Zuschauern, bei vielen Musikern, beim Konsumenten ein mieser Laptop Sound oder irgendwelche Multimedia-Boxen oder schlimmer noch direkt auf dem iPhone. Und da klingt, es funktioniert ja tatsächlich der komprimierte Sound besser. Ist einfach so. Ja. Und ich muss aber sagen, dass der sogar also mit richtig guten Kopfhörern, mit denen ich sonst, wenn ich irgendwo rumsitze mit dem Laptop und Sachen höre, zum Checken, kommt das schon auch ganz gut. Also es ist da pegelmäßig und von dem, wie es im Gesicht ist, schon ganz okay. Cool. Gut. Sind wir durch, wa? Sind wir durch, genau. Und kann ich da noch was zu sagen? Irgendwelche Tricks? Nee. Achso, vielleicht noch eine Sache, das haben wir schon mal angesprochen, das Thema, aber ich finde das immer wieder ganz interessant. Hier zum Beispiel, dieser Drop-D Wall of Sound Part, der geht dann nochmal in einen anderen Sound und mit anderen Effekten und so. Wo andere jetzt vielleicht eine Automation gefahren hätten, mache ich mir einfach ganz gerne eine Kopie von den Spuren mit den Parts und kann dann hier bei dieser neuen Spur andere Settings machen, andere EQs und muss dann nicht Automationen fahren, die dann, wenn man sich dagegen entscheidet oder was ändern möchte, doch immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen sind, bis man das so gefunden hat, weil dann wird es im Arrangement total unübersichtlich, wenn diese ganzen Automationslinien da so sind. Und wenn das nicht unbedingt notwendig ist, dann versuche ich das einigermaßen zu vermeiden, weil ich sehe es auf den ersten Blick und kann es dann anpacken, hier Audio 25, 26, was man nicht tun dürfte, wenn ich die stumm mache, dann ist quasi der Send und dieser komplette Effekt weg, so mit einer Aktion, ohne jetzt Schieb, fahr und so zurück irgendwas machen zu müssen. Jo, macht Sinn. Das war noch so ein Tipp. Klasse. Und ansonsten, wer mag, kann ja unter diesem Video noch ein paar Fragen stellen, wenn es dann bei Musetalk läuft. Da können wir ja noch mal reingucken und eventuell ergeben sich dann ja noch ein paar grundsätzliche Fragen oder Geschimpfe, wozu man vielleicht noch mal ein bisschen Kommentare. Stellung geben kann. Gut, dann bedanke ich mich, gerne, dass du so nett warst und uns gezeigt hast, wie du den Promo-Song für das Nektar-Video produziert hast. Vielen Dank nach Hamburg. Dann würde ich mich über ein Like freuen für das Video, über das Abo sowieso und tschüss.